Hallo und herzlich willkommen zu Folge 8 von Slime Ranger. Boah, ehrlich, ich bin echt voll angepisst im Moment. Wir wollten schlafen. Denn ich versuche seit nunmehr 4 Stunden oder so hier meine Internetverbindung zum Laufen zu kriegen. Die funktioniert mal, dann geht sie wieder nicht, aber eher funktioniert sie nicht, würde ich sagen. Ich versuche gerade Video, welches Video ist denn das jetzt? 3 und 4 hochzuladen. Und ich habe schon 19%, ja. Das war mal einmal so, liefert kurz und jetzt wieder nicht. Ich glaube, ich muss da einfach gleich mal anrufen und denen sagen, dass das alles Mist ist. Und ich das doof finde. So, und denen geben wir jetzt die Dinger. Hätten wir auch direkt reinpacken können, irgendwie mit dem Autofeeder. Das ist ja auch nicht so, wie man sich das immer wünscht, ne? Ja, ich weiß gar nicht, ob ich heute überhaupt noch eine Folge hochgeladen bekomme. Ihr werdet euch wahrscheinlich dann ärgern. Das tut mir schrecklich leid, aber ich kann nie ändern. Wir haben jetzt gleich 7:45. Das ist ganz toll. Echt, ey. Ich habe noch gar nicht nach den Preisen geguckt jetzt. Das wäre mal interessant, ob wir da. Was machen können jetzt mit dem Verkaufen? 950. 950, dann schalten wir ein neues Gebiet frei. Dann werden wir wahrscheinlich nichts mehr haben an Kohle, wenn wir das denn hinkriegen. Aber ich glaube schon, also 150 sollte jetzt locker zu machen sein. Ja, ist ja gut. Ach, schade, dass das nicht schneller geht, ja. Wie viel können wir eigentlich hier? Aha. Ja, Heidewitzka, Herr Kapitän. Ich glaube, das lassen wir. Erstmal lassen wir das. Sind die jetzt noch bestellt, ja? Nicht, dass die dann einfach wieder, wie der stand ja auch so lange brach und jetzt haben wir nichts zu futtern für die Jungs. Schon was reingeschmissen? Ja. Jetzt haben wir das natürlich nicht gesehen, was ein bisschen schade ist, aber die müssten das Doppelte geben. Ach so. Hen hen. Ich möchte erstmal nur die haben. Stonehenge sind jetzt hier. 1, 2 sehe ich, ne? 3. Weil wir hatten ja auch ein so ein kleines, aber wir haben. Es ist kein einziger Hahn rausgekommen jetzt aus unseren kleinen, ne? Ich habe da auch nicht drauf geachtet. Sind das verschiedene? Sind das normale Chickadoos dann oder verschiedene? Gib mir die anderen auch nochmal. Wir haben ja noch Chickadoos hier. Oder kann dann auch aus dem Chickadoo auch ein Hahn rauskommen? Normalerweise doch, ne? Also müsst ihr eigentlich hinkommen mit 12, ne? Also machen wir das erstmal so. Und die hier. Guck mal, die sind schon völlig fertig hier. Da hat aber einer Hunger, hä? Ja, läuft. Vor euch habe ich noch ein paar Karotten. Habe ich nicht. Doch, habe ich. 33, 47. Gucken wir mal nach den Preisen. Ach so, hier die muss ich. Ne, die da wird auch schon so ein. 21, guck, da sind auch schon 21. 10, 15. Ist ja ausgezeichnet. Die anderen 21. Also da ist nicht wirklich viel passiert. So ein Mist, ey. Vielleicht sollten wir mal das Tierchen da füttern gehen, aber dafür brauchen wir ja auch viel Essen. Gut, Möhrchen haben wir jetzt eigentlich genug im Moment.
müssen unbedingt aufpassen, dass wir den neu anpflanzen. Kann man sich so ein Ding nicht irgendwo sichern? So eine Frucht? Ich weiß nicht, wenn ich die jetzt in der Ecke spuck, weißt du noch, wir haben mal unser... diese Teilchen hier hingespuckt. Ne, jetzt ist das weg. Ich weiß auch nicht, ob ich jetzt mal aus Versehen aufgesammelt habe oder so. Keine Ahnung. Aber ich glaube, wir müssen was verkaufen. Das nützt alle nichts. Ich will Kohle haben, ich will da rein. 51 Stück. Weißt du was? Müssen wir eh nochmal gehen. Andersrum. So. Geht doch. Und jetzt... kaufen. Ausgezeichnet. So. Was? Oh. Das sind weite Wege, ja? Muss man einfach mal so sagen. Da haben wir schon Hühner. Boah, ist das so Panik oder was? Guck mal her. Wo warst du denn? Alter. Meinst du, ich krieg das Ding? Hier sind doch noch mehr. Hallo? Also ein Feld. Verdammt, da ist noch eins. Okay. Hühner. Hier sind aber... hier sind aber gut Hühner. Das ist ja nicht verkehrt, ja? Ja, ich höre dich, aber ich weiß nicht, wo du bist. Könnte, ne? Also, es könnte. Es ist durchaus im Bereich des Denkbaren. Aha! Hör dich doch. Was? Der schleudert die aber manchmal durch die Gegend. Das ist unglaublich. Ich weiß doch, ich hab dich doch gehört, Mann. So. Schön. Und hier ist auch noch ein Feld, siehst du? Ah! Weiten funktioniert das echt besser. Die sind noch nicht reif oder so. Aber ich glaube, jetzt haben wir alle. Spawnen die ständig neu? 26 Hühner. Da brauchst du gar keine Hühnerfarm mehr. Ist doch. Ja, aber umso besser. Umso besser. Drei Felder? Sind das echt nur drei Felder? Eins, zwei, vier. Vier Felder. Vier Felder. Junge. Echt? Aufpassen. Ah! Bin fertig. Dreißig. Ich hau ab. Boah, die Katzen werden sich freuen. Die werden sich sowas von freuen. Hin. Aber kein Hahn. Glaubt man nicht, dass da ein Hahn bei ist.
Ecofunny. Ja. Mahlzeit. Ja, jetzt gehen die richtig ab. Vielleicht hält das ja sogar einen Moment. Na, da sagt nochmal, bei mir könnte er nicht glücklich sein. Geht doch. Du bist aber nicht voll, ne? Irgendwie, dass du nichts mehr aufnehmen kannst. Der hat alle Karotten da reingerotzt. Guck mal, wie viele Karotten da drin liegen. Das hat überhaupt nichts damit zu tun, wie viele da drin sind. Diese Autofeeder, pff, ja. Nicht wahr? Wir brauchen eigentlich auch keine. Ey, hier ist gar nichts angepflanzt. Kann das? Pass mal auf. Machen wir einfach die Probe. Aber ich hatte. Hatte ich denn hier geerntet jetzt vor kurzem? Naja, sei es drum. Hier kommen echt super viele raus. Muss ich mal sagen. Ja, ist egal. Guck mal, jetzt können wir mal gucken. Hier, ein. Oh. Und siehe da, zwei Stück. Oh, kratzt im Hals. Muss gerade mal wieder abhusten. Das wird schon wieder dunkel. Mach ich die jetzt direkt hier vorne hin? Die Q-Berries? Ich mach die, glaube ich, hier hin. Ich mach die hier hin. Ich möchte einen Garten. Und in diesen Garten möchte ich Q-Berries. Ich habe jetzt gerade gedacht, das wären gerade Q-Berries geworden, aber ich glaube, die sind einfach nur gewachsen oder so. Zumindest der eine hier. Ja, ist mir egal. Sollen abfallen. Wir brauchen definitiv mehr Kohle. Huch, man muss auch lenken. Und da sind jetzt 10. Die anderen können wir jetzt eigentlich auch getrost hier in den Automat, der so. Ja, damit kann ich leider auch nicht dienen. Nee. Das nützt uns nichts. Oder ist das? Nee. Nee, die wollen das. Ja. Wir kriegen das. Nee, nee. Das ist schon so, dass wir das nicht hinkriegen. Q-Berries! Pflanzen wir erstmal wieder welche an. Ich glaube, wir brauchen nicht, ne? Ich probiere es ja immer wieder, aber. Das heißt, wir können. Eigentlich können wir denen auch die Früchte geben. Den brauchen wir die jetzt nicht unbedingt geben. Ja. Die essen die ja auch. So zur Not. So, die sind mir wichtiger. Und ehrlich gesagt, wir haben immer noch zu viele von denen. Das ist eine überschaubare Menge. So lasse ich das erstmal. Ich will den nicht mehr. Oh, guck mal, da sind wieder solche. Vielleicht können wir uns davon ja noch ein paar mitnehmen. Jetzt kommen sie, ne? Nein, dich wollte ich gar nicht. Den da. Ja, bist du auch einer? Ich glaube, das reicht auch. Können wir ein paar Möhrchen mitnehmen. Ich glaube, ich weiß gar nicht, zwei Möhrchenfelder brauchen wir, glaube ich, nicht.
Mann, der haut sowieso zu viele Möhrchen da rein. Das bringt eigentlich nichts. Nimm ich. Wobei wir auch die eine da mit den Karotten füttern könnten, ne? Den dicken da, ne? Ich weiß zwar nicht, wie viele der noch haben will am Ende, aber wir könnten den auch mit Karotten füttern. Und euch könnte ich auch mit Karotten füttern. Da hast du 9 Phosphor-Slime. Ich weiß nicht, ob das unsere Kapazitäten nicht sprengt hier. Weil das sind doch, also kaputt gegangen scheinen da keine zu sein, oder? Ja, solange die klein sind, dann müssen wir mal gucken, was wir aus denen machen können, wa? Wenn wir die jetzt, zumindest das AA von denen für andere, ist ja auch interessant, ja? Sollen wir das mal machen? Mal einfach mal so zum Gucken. Haha! Wie süß! Pink Slime. Wo ist er? Haha! Und siehe da. Der macht einen pinken und Phosphor-Slime. Weil das jetzt nicht so extrem lukrativ ist. Ne? Jetzt werden die natürlich alle zu so Viechern. Wir können das ja mal testweise so, so lassen hier. Oh, ich habe voll den Hustenreiz. Ich muss mal kurz ein Schlückchen einschütten hier. Einen Schluck trinken. Die haben scheinbar auch überhaupt kein Problem. Man, das tut will wieder nicht so, wie ich will. Kein Problem mit Sonne, oder? Das wäre jetzt noch die Frage. Haben die Probleme mit Sonne? Das könnte gut sein. Guck mal, die haben immer noch nicht alle Hühnchen gegessen. Wie viel habt ihr hier drin? X. 50 schon, ja. 46, 60. Da könnte man auch mal wieder langsam verkaufen. Wo steht das jetzt hier? Immer noch. Immer noch. Pink Slime? Ich habe noch einen Pink Slime. Wo kommt der denn her? Tut mir leid, Kollege. Die Phosphor. Pass mal auf, die Phosphor. Dinger. Da rein. Karotte. Ja, ist mir egal hier. Und dann machen wir heute mal ein bisschen früher Feierabend. Alles klar. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es ich hoffe, es hat euch gefallen. Gib mir einen Daumen hoch, das wäre lieb. Ansonsten tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Nopsi. Tschüss.